So, Leute, es geht weiter bei The Binding of Isaac. Wartet, ich muss noch anklicken. So. Wir haben ja gerade aufgehört. Ich habe gerade mal die Folge ins Rendern reingeschickt. So, und die sind natürlich mit dem Quatsch und durch das Fliegen kein Problem mehr. So, und die machen wir ganz lässig. So, die werden immer ein Problem sein. Egal, was ich für einen Schutt habe. Mann! Ey, wenn ich jetzt an den sterben würde, das wäre so peinlich. Obwohl ich drauf hätte. Ich hätte kein Problem damit, bei dem zu sterben. So, Two of Clubs waren doppelte Bomben, wie man es gesehen hat. So, ich gehe erstmal Herzen sammeln. Ich habe ja richtig gut. Kämpft jetzt gerade nicht, nicht voll. Schade, hoffentlich kriegt man noch ein Herz für den Kampfraum. Würde mich mal richtig freuen, wieder mal zu kämpfen. Der Burn Penny, ja, nee, nee. Bruder, hier soll man Geld aufheben, um mal Bomben. Schlecht ist das nicht, aber nicht mal richtig gut. Wir haben eigentlich genug Bomben, wie ich finde. Ja, sauber, Tiers ab. Boah, die Karten. Naja, komm, eine Karte können wir ja uns mal losen. Tourfahrt, sauber. Aber trotzdem nicht so mein Item. So, ich habe noch eine kleine Idee. Sauber. So, und jetzt kriege ich nämlich gleich noch ein paar Bomben. Und der hat auch noch ein Herz gehabt, also läuft da gut. Also jetzt haben wir Speed Up, Pass Up und Tears Up, glaube ich, gekriegt. Ich wiederhole das immer so oft, weil ich lustig finde, dass da nur immer HP absteht. Dabei kriegt man eigentlich viel mehr Effekte. Ich freue mich ja schon, ehrlich gesagt, richtig auf das neue DLC, was angeblich in Arbeit ist für The Binding of Isaac. Ich erwarte persönlich sehr viel von dem DLC, weil Wrath of the Lamb hat alles gehalten, was es versprochen hat. Nicht so wie bei anderen Spielen, die wirklich groß ankündigen und dann vielleicht ein was davon halten. Hier wurde alles angekündigt, wurde auch umgesetzt. Und das macht bei mir ein gutes Spiel aus, ehrlich gesagt. Wenn die Entwickler sich auch mal um die Spieler kümmern. Nicht bloß das Geld abzocken, wenn das kostenlos ist. Da habe ich, will ich gar nicht, dass es kostenlos ist. Warum soll ich das kostenlos kriegen? Ist ja genauso, da könnte ich schon wieder diskutieren, jetzt ja ewig lang. Über das Thema Free-to-Play-Spiele. Das finde ich ja das Sinnloseste, was auf der Gamescom dieses Jahr wirklich präsentiert wurde. Die Sache, also das ist große Patent. Der große. Ja, sauber, Schatz wieder. So viel macht's auch nicht aus. Das ist das große, was alle haben wollen, aber irgendwie hat man keinen auf der Gamescom gesehen, der gesagt, ja, ja, das brauche ich unbedingt. Also, ich sehe da jetzt nicht die Masse drin, ne? In Free-to-Play. Ich finde, das wird vielleicht mal ein kurzer, anhaltender Trip werden. So, schafft.
Sauber. Aber auch mehr nicht. Wir werden viele Hersteller einfach mal ein Spiel machen und dann werden sie sehen, was sie davon haben. Nämlich rein gar nichts, nur diese Verkaufszahlen. Weil da kann mir auch kein Hersteller sagen, das Pay-to-Win-Prinzip wird da nicht umgesetzt. Man sieht es doch bei allen aktuellen Spielen. Pay-to-Win. Pay-to-Win. So, diese Tasche, die ich jetzt gekauft habe, bewirkt, dass ich, ganz leicht zu erklären, dass ich eben zwei Trinket-Items nehmen kann. Das sind diese Items, wo ich jetzt Maggie's Face habe. TFL, wie viel ich schieße. Also kann ich, hätte ich jetzt den Burn Penny noch gleichzeitig mit der... So, wenn es ruckelt, liegt es daran, dass ich mein Rennen da rein... Scheiße. PC ist nun mal kein Hardcore-Ultra-PC. Ist zwar gut, aber... Manchmal fehlt wirklich der Arbeitsspeicher, also das merkt man nicht nur manchmal, man merkt oft, dass die 6 GB nicht ausreichend sind für das, was ich eigentlich alles mache. So. Nächster Raum geschafft. So, ich spende mal 2 Herzen. Ich spende sogar noch mehr. Ich bin noch eine... Erfahrungskarte da unten liegen. Hier kommt noch ein halbes. Ja, schade war's. So, und ich muss mal schnell pausieren. Gleich geht's weiter. So, da bin ich wieder. Und ja, ich weiß gar nicht, wo wir stehen geblieben waren. Ich war jetzt. So, da bin ich wieder. Ich war kurz jetzt nochmal, ja kurz, eine Stunde war ich jetzt nochmal weg. Und tut mir leid, dass der Part so irgendwie voll verkattet ist. Aber ich konnte es leider nicht ändern. Es kam leider was dazwischen. So, ich habe 27 Bomben. Suchten wollte ich nicht, deshalb wird er weggesprengt. So, ich hoffe... Boah, mit der jetzt bin ich aber bestimmt ganz schön übersteuert gewesen. So. Kann einmal ein ordentliches Item kommen? Frage ich mich die ganze Zeit. Ey, das ist doch nicht normal, dass ich nur solche Rotze kriege die ganze Zeit. Die Dingens. Oh. Turn life. Das heißt, wenn wir jetzt sterben, geht's mit Rüstungsherzen weiter. Gerade eine SMS bekommen, aber egal, weiter geht's. So, ich bräuchte mal sowas namens Herzen. Kennst du das Spiel? Du hast ja eins, danke. Ah nein, scheiße, ich habe Karte. Ja, egal, habe ich jetzt vergessen. Die Strength-Karte. Nehme ich jetzt ganz schlimm nicht mit. So, ich könnte jetzt nochmal in den Kampfraum rum, was ich auch machen werde. Kampfraum ist immer gut. Ready to fight. So, da denke ich... Boah, jetzt bin ich wieder übersteuert. Mann, das Mikrofon, das ist so schlimm. Übersteuert. Es tut mir wirklich so leid für die, die das nervt, aber ich kann es nicht ändern. Wenn ich weiter weg rede, jetzt so werde ich wahrscheinlich... Bin ich viel zu lang... Ein geiler Kompass. Da würde ich schon unterbrechen. Mädels, trifft mich doch mal nicht die ganze Zeit. Ich kriege meine Tourfahrskarte wieder. Mensch, Mädels, immer das dichte Streiter, immer dieser Zickenkrieg.
So, ich muss auch den Run jetzt noch schnell beenden, weil innerhalb Top Gear ist. Das ist nämlich der 10.9. Ach, wie immer geplant. Vielleicht geht Top Gear los und das muss ich natürlich schauen. Ich als als Autofanatiker. Wie ich immer selber gerne nenne. Eigentlich ist Top Gear Pflicht am Tag. Oder besser, ja, am Tag. Das ist schon von den Pilzen am Labor. Was habe ich hier liegen lassen? Ach, so war das Bloodback. Das Portable. Brauche ich nicht. Das ist auch zum Thema Mikrofon. Wenn ich hier rede, bin ich arschleise. Wenn ich so rede, bin ich immer viel zu laut. Ja, jetzt müssen wir mit dem Eternal Life hier und der Strength-Karte jetzt noch was reißen. Ich sehe schon, das wird nichts mit Rüstungsherzen hier. Jetzt, wir kriegen jetzt ein Rüstungsherz mehr und volle Power. Entschuldigt, dass ich so aufgeschrien habe, aber meine Emotionen kochen gerade über, da ich mit Samsung noch nie so weit war. Eigentlich die Items gepasst am Anfang, der Quatsch. Scheiße, die werden strahlen die ganze Zeit. Ja, das schaffe ich natürlich. Schaffe ich nicht. Also, hab ich ehrlich gesagt, der regt mich so auf. So, hier gab es gerade einen kleinen Renderfehler. Ist gerade Camtasia abgestürzt. Die Aufnahme konnte ich zum Glück retten. Jetzt war da auch wieder so eine Pause dazwischen. Ein Cut. Ich hatte gerade den Shop gemacht. Und ja, wer war drinne? Der hier gerade tot hängt, also der Greed. Wie wird ich jetzt getroffen, WTF? Manchmal raff ich das Spiel nicht. Also meine Chancen, dass ich dieses Spiel noch gewinne, stehen 0, finde ich. Schon wieder das Speed ab. Boah, langsam kotzt es mich an, ey. Ja, The Fool brauche ich auch nicht. So, los, komm, chop. Ja. Könnte mich auch mal irgendein Scheißgegner nicht treffen? Das ist meine Frage, ja. Ab, toll. Und was kaufen davon? Nee.
Rein gar nichts kann ich mir davon kaufen, weil es scheiße ist, das Item. Also die ganze Tasche gehe ich jetzt nicht ab, weil man sieht ja, dass ich leicht einen Herzmangel. Nein! Suchen. Ein zweites. Hier, schönes Turm, komm einfach irgendwas mitnehmen. Hauptsache, ich habe zwei. So, also der Run ist, denke ich mal, gleich zu Ende. Wenn ich noch bis zur Mutter komme, bezweifle ich, weil einfach die Chancen, dass wir noch was packen, sind so gering. Das ist besser gesagt, dass ich noch... Ja, das war's mit dem Run. Oh, jetzt bin ich wieder übersteuert hier in Audacity. Ja, am Ende war der Run so schlecht, dass es mir gar keinen Spaß mehr gemacht hat. Hat man vielleicht gemerkt, dass die Etappen jetzt am Ende keinen Spaß mehr gemacht haben, weil es mich einfach ankotzt jedes Mal. Und ja, ich würde sagen, ich hoffe, der nächste Run, den mache ich ganz bestimmt wieder mit Judas oder Kane oder Isaac, mit einem von den normalen Charakteren. Aber heute nicht mehr in extrem müde eigentlich, um ehrlich zu sein. Um genau zu sein, ja, mit Sicherheit. Und ja. Das Video war mal nicht mein Standards entsprechend. Das heißt, ich habe mal ein paar Katzen gehabt. Entschuldigt, das Camtasia abgestürzt. Das kann ich nicht dafür. Zum Glück hat es die Aufnahme noch gerettet. Sonst hätte ich wieder ein Problem gehabt. Aber, naja. So, damit möchte ich mich von euch verabschieden. Für diesen Part zumindest. Und hoffe, dass ihr im nächsten Part dabei seid. Und damit. Ja, schön, bin ich wieder. Den Arm hier gegen den Tisch geschlagen. Tat ja auch nicht weh oder so. Damit sage ich Tschüss. Bis zum nächsten Mal.